Alola und was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne und Mond hier bei Crush Vodific 89. Lily und Cosmog wurden von Team Skull entführt und in die Aether Foundation gebracht, wo wir auch von den Angestellten angegriffen werden. Was jetzt nun endgültig bestätigt, dass die Aether Foundation doch nicht so scheinheilig ist, wie sie immer tut. Die Frage ist nur, was planen sie wirklich? Das gilt es jetzt herauszufinden und währenddessen auch Lily und Cosmog wieder zu befreien. Denn vor alledem ist es auch wirklich merkwürdig, denn sie haben anscheinend auch gegen Team Skull gearbeitet, weil ja deren Ziel ist, die Pokémon zu beschützen. Doch jetzt... hat Team Skull tatsächlich sowohl Lily als auch Cosmog hergebracht. Was wiederum bestätigt, dass Team Skull doch irgendwie in Verbindung mit der Aether Foundation steht. Oh, und da ist Gladio. Für uns gilt es ja jetzt, das Geheimlabor zu finden, wo wir vielleicht deren wahren Pläne aufdecken können. Denn Gladio scheint irgendetwas über die Aether Foundation zu wissen, was wir nicht wissen, weshalb er auch uns geholfen hat, hierher zu gelangen. In Intro haben wir schon feststellen können, dass die Aether Foundation ja tatsächlich Lily und Cosmo gejagt haben, weil sie ja Lilia Cosmog von ihr weggeschafft hat. Und da wiederum hat sich die Aether Foundation schon von vornherein verdächtig gemacht. Und jetzt ist endgültig bestätigt, dass sie doch nicht so scheinheilig sind, wie sie immer tun. Tja, und jetzt gilt es nachzuprüfen. Was haben sie wirklich vor? Wo kommen wir eigentlich hier rein? Oh. Oh. Das sind ein paar Angestellte. Was wollt ihr Kinder hier? Passt ja nichts mit euren Schmutzfingern an! Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Oh shit. Warum sind wir eigentlich hier? Kommt etwa Gladio nicht rein in die eine Tür? Und wir benötigen einen Schlüssel, den es hier zu finden gibt? Tja. Das können wir erst herausfinden, wenn wir diese beiden Aether-Spasten fertig gemacht haben. Oh weia. Ich bin schon mal mit Zygarde hier im Nachteil. Und zwar extremst im Nachteil. Also Alola Raichu ist auch wirklich cool. Am besten wechsle ich mal auf Fiaro. Da habe ich sowohl beste Chancen gegen Machomai als auch gegen Celatropo. Und ich glaube, von der Stelle an sollte ich doch vielleicht den EP-Teiler wieder ausschalten, ne? Vielleicht mal kein so schlechter Gedanke. Ach nein! Das wollt ihr mir doch nicht etwa erzählen! Dass sie tatsächlich geschafft haben, ein Fiaro mit einem Eisstrahl gleich einzufrieren. Nee, oder? Ja gut, dann kommt jetzt halt mal endlich der Eishalle zum Einsatz. Immerhin geht Raichu schön gut ab. Bitte nicht doch einmal anfrieren, ja? Wehe. Dankeschön. So, und jetzt aber. Jetzt wird es Zeit für meine Rache mit Nitro-Ladung. Ich hoffe, wir bekommen bald sowas wie Flammenwurf oder Feuersturm. Weil das könnte Fiaro jetzt eher brauchen. Auch wenn es physisch, speziell nicht ganz so stark ist wie physisch. Passt das schon. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Das stimmt. Das ist so, das ist ja auch eine Tatsache. Und Fakt.
Schöne Worte allein reicht nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Das tue ich. Das tue ich. Ich erforsche Pokémon, ich kämpfe liegen mir aber nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon, wo stecken Lili und Cosmog? Er war leider äußerst gemein erwachsen, sind verraten wir auch. Der Niederlage nichts. Naja, hier sind sie jedenfalls nicht. Was ihr aber auch wohl selbst sehen könnt. Herrsche. Du Chris, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir ja irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Ich sollte mal sehen, was Gladio so treibt. Ether berichtet zu den Ultrapforten. Hinter dem von Professor Moon entdeckten Ultrapforten scheint sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Okay, so viel mal dazu. Oh, Ether-Bericht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension, der Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die dann eine Ultrapforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihm zur Flucht zu helfen. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich konnte damit auch Lily erfolgreich aus der Aether Foundation fliehen. Wahrscheinlich hat es auch mit der Fähigkeit Lily geholfen, aus der Aether Foundation fliehen zu können. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen! Aber schnell. Sie lassen das Pokémon leiden, nur um ein Ultrapforte offenhalten zu lassen? Ja, so viel zu... Wir beschützen alle Pokémon. Wir, nehmen ihnen jegliches Leid. Ja, scheinheilig, scheinheilig, mein Arsch. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog, mal sehen. Es ist eventuell eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lily mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken. Ich frage mich, ob das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten empfehlen. Schließlich stecken wir alle im selben Schlamassel. Das stimmt, aber zuerst hole ich mir die gerade eben erschienene zu Gardezelle. Okay. Und ich sollte vielleicht mal wieder... Achso, hä? Und Fiaro ist wieder geheilt. Na schön, dann passt das. Dann passt das schon. Ja, und ich sollte den EP-Teil ab jetzt ausschalten. Weil meine Pokémon sind jetzt anscheinend schon wieder overlevelt und ich möchte dadurch jetzt das Let's Play nicht, dadurch die Spannung nicht vom Let's Play nehmen, ne? Oh, was haben wir denn hier für alles? Top-Genesung. Das gefällt mir. Wird schon mit das angezeigt, wirst du einen Blick drauf werfen? Willkommen. Blog des Alola-Regionleiters F. Titel des Eintrags willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen? Dann sind Sie ja die richtige Adresse. Denn auf diesem Blog werde ich mit Ihnen meine ganz persönlichen Erfolgsrezepte teilen. Mein Name ist F. F für Führungskraft. Willkommen auf meinem Blog. Ich note Messages zu öffnen. Multitasking. Blog des Alola-Regionalleiters F. Titel des Eintrags Multitasking. Neben meiner Arbeit als Projektleiter habe ich kürzlich die Entwicklung eines speziellen Pokéballs übernommen. So kann ich meinem Personal nicht nur mein Talent für Multitasking beweisen, sondern zugleich auch meine Vorbildfunktion stärken. Dies wiederum führt zu gesteigerter Motivation. Zur Arbeit einer Führungskraft gehört es immer auch, sein Können zur Schau zu stellen. Risikomanagement.
Vor kurzem habe ich ohne die Erlaubnis meiner Vorgesetzten eine Entscheidung getroffen. Ich habe einen Apparat entwickeln lassen, der dazu dienen sollte, eine gewisse Kreatur zu bändigen. Ich traf die Entscheidung zu meiner eigenen Sicherheit, falls die Kreatur hier außer Kontrolle geraten sollte. Und mein Risikomanagement zahlte sich aus, denn genau dieser Unglücksfall trat zuletzt ein. Er trat letztendlich ein. Man könnte ja vom Glück im Unglück sprechen. Man könnte aber ebenso von Talent sprechen. Als Führungskraft gehört es zu meiner Arbeit, Risiken zu erkennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Jetzt zählt das Vertuschen der Wahrheit. Ein Familienmitglied meiner Vorgesetzten hat die Früchte meiner Forschungsarbeit gestohlen. Ich habe jedoch davon abgesehen, meine Vorgesetzte darüber in Kenntnis zu setzen. Damit wollte ich nicht nur mich selbst vor der Entlassung schützen, sondern vor allem den Ruf meiner Vorgesetzten wahren. Wenn es darauf ankommt, kann gezieltes Vertuschen der Wahrheit nicht nur Stellen retten, sondern auch ganze Karrieren. Es ist ein wichtiger Teil der Arbeit einer Führungskraft und das ist keine Übertreibung. Das ist wohl Fabians Arbeitsblock? Oder wie? Er steht eine unvollständige Sammlung von Ordnern. Riskierst du einen Blick? Oh, das sind aber viele Ordner. Budget für das Projekt der Erschaffung einer Anti-Ultra-Bestien-Lebensform AUB durch die Präsidentin genehmigt. Protokoll 5. Beschaffung der Entwicklungsunterlagen aus der Feedback-Bibliothek in Sinu erfolgreich. Spezifikation der Typenwechselsoftware Alola Systemüberarbeitung. Entwicklung des variablen Disk-Systems für das Alpha-System eingeleitet. DNS-Modell mithilfe von Zellenproben aller Pokémon-Typen vervollständigt. Anatomisches Modell verifiziert und Zucht des biologischen Zellrahmens initiiert. Testlauf der Typenwechselsoftware Alola-System Alpha-System abgeschlossen. Typenwechsel mit allen 18 Disks erfolgreich. Installation der Typenwechselsoftware Alpha-System eingeleitet. Codename der Anti-Ultra-Bestien Lebensform offiziell als Typ Full festgelegt. Full? Und was ist mit Typ 0? Ist vielleicht Typ Full der Vorgänger von Typ 0? Oder ist Typ Full die weiterentwickelte Form von Typ 0? Weil, ich weiß nicht. Irgendeine andere Version? Typ 0 und Typ Full? Vielleicht sind da, gibt es da mehrere Versionen von diesen Pokémon? Oder ähnlich wie zum Beispiel Plusle und Minum, dass es ein Zwillings-Pokémon gibt dafür? Produktion der Modelle SN01, SN02 und SN03 abgeschlossen. Fan. Vehemente Abwehrreaktion auf das Alpha-System bei allen drei Modellen. Gesamte Modellreihe von Typ Full infolge von Initiationsfehlern völlig außer Kontrolle. Und die Nummer 44. Ausstattung der Modelle mit einer Kontrollmaske zum Inneren und der Abwehrreaktion erfolgreich. Statt des Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Typ Full permanent in Kälteschlaf versetzt. Name geändert zu Typ 0. Oh Mann. Das ist also ein... Dieses Typ 0 ist also wirklich das Ergebnis eines kranken Experiments. Das arme Ding. Puh. Ich wusste ja. Ich dachte zuerst, das wäre nur so ein Fandom-Insider, dass es auch Mutanten-Pokémon gibt, wie zum Beispiel, wie wir es in Fan-Game-Pokémon Feuergrün feststellen durften. Aber... Dass sie das tatsächlich sogar umsetzen? Hätte ich nicht im Leben, hätte ich mir niemals erträumen lassen. So, wo sind jetzt die beiden eigentlich hingegangen? Soll ich den Lift nehmen? Ich gehe mein erstes Untergeschoss in der Anlegestelle. Ich glaube, die sind oben. Weil vermutlich, wusste Fabian, dass unser Ziel nicht unten ist, sondern oben. Ah ja, da passiert was. Chris! Ich wusste, Fabian hat doch einen Hass im Ärmel. Was ist los? Was sollen wir denn machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns im Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Oh oh. Nicht einen Schritt weiter, das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian.
Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Oh oh, die können wir nur im Team erledigen. Aber gern doch. Ich bin bereit, denen in den Arsch zu treten. Jetzt wissen wir also, dass diese Typen alles andere als scheinheilig sind. Also bloß scheinheilig. Was sage ich denn? Dass sie bloß scheinheilig sind. Tja. Dafür werde ich denen jetzt ordentlich eine Lektion erteilen, dass sich gewaschen hat. Nicht sehr effektiv, aber gegen Pampros doch effektiv. Nein, Moment, das ist nur von Typ Boden, oder? Wirkungslos, Schaufler wirkungslos, Bodengewalt gegen... Oh, es trifft nur die gegnerischen Pokémon. Ja, aber ich habe leider keine so gute Attacke drauf und ich will jetzt nichts riskieren. Ich wechsle also jetzt lieber aus und hole mir dafür... Primarin. Oder nein. Wär's mit... Nein, Blödsinn, das Pampros ist ja von Typ Boden. Ich schätze, ich hole mir doch Primarin. Weil Raichu kann sich inzwischen um Pelipper kümmern. Und ich kümmere mich mit Primarin um Pampros. Ha! Down! Danke für die Erfahrungspunkte. Level 46. Auch sogar der Level 36. Nice. Au, das tut weh. Tut mir leid um deinen Raichu. Fulipurba. Hey, cool, der hat tatsächlich jetzt einen Fulipurba. So. Schaumserenade. Moment, was? Das greift jeden an? Zähigkeit. Oh, das steigt seine Verteidigung, wenn es angegriffen wird. Naja. Das finde ich aber echt blöd. Aber wenigstens hat es einen positiven Effekt, dass alle negativen Statuseffekte aufgehoben werden. Sprich, wenn Fulipurba zum Beispiel Paralyse oder so ausgesetzt gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht zumindest geheilt, auch wenn ich ihm trotzdem Schaden zugefügt hätte. Das war eine wahre Glanz, also ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder, die Inselwirtschaft-Champ werden wollen, also drauf, ihr macht mir richtig Angst. Das hoffe ich doch. Ihr verdient nämlich die größte Abreibung, die je die ihr kriegen könnt. Ihr also verdient wirklich eine gewaltige Abreibung. Ich kann einfach nicht mehr sprechen. Sind die Kinder der Alola wirklich so stark? Was macht die Inselwirtschaft aus ihnen? Und jetzt aus dem Weg! Oh, danke, Chris, und natürlich auch zu Garde. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir es auch erst recht nicht, nicht wahr? Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist da vielleicht auch etwas Wahres dran? Ey! Sehe ich da ein Lächeln? Oh oh. Pia? Das ist doch... Gladio, ja, du bist es wirklich. Was willst du denn? Warum kennt ihr euch? Das frage ich mich auch. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Kristalle, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Was? Okay, sie scheint anders drauf zu sein. Du kannst mir sagen, wo Lily steckt. Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Ich gehe gleich zu ihr. Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Was war davor? Und arbeitet Pia nicht für die Aether Foundation? Also, ich meine...
Was geht hier ab? Anscheinend ist sie die Einzige, die gegen die Aether Foundation an sich vorgeht. Oder gegen den... Gegen das, was die Aether Foundation vorhat. Gegen die dunklen Machenschaften. Oder sie weiß nichts davon. Bitte passt gut auf Claudia auf. Wenn sich hier etwas im Kopf ist, verliert ihr die Konsequenzen oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als es sich dieses Pokémon geschnappt und einfach verschwunden ist. Er und sie sind sich so ähnlich. Wer und sie? Wie meinst du das? Kein Zutritt für Unbefugte. Ey, mach die Tür auf! Dein Pokémon geht es richtig gut, hm? Oder heilt die uns etwa? Anscheinend gehört sie auch zu den eher friedvolleren, ha? Huh? Na gut, dann checken wir mal diese Gegend. Oh! Nicht er schon wieder. Dieser... Wie hieß er nochmal? Fabian, ja. Na, jetzt wünscht euch lieber, ihr werdet brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen werdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich genug Zeit habe, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Sag mal, Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Was soll diese Frage? Natürlich habe ich den Schlüssel. Aber dann hältst du dich vor... Verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Was? Genug der Worte! Ja, da haltet dieses Kind auf! Worauf wartet ihr noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir. Aber gern doch. Den Typen machen wir die Hölle heiß. Oder zumindest einen Großteil davon. Weil ein paar scheint sich gegen, scheint sich gegen diese dunklen Machenschaften zu stellen oder wissen nichts davon. Besonders Pia. Sie scheint noch nett zu sein. Electek. Ah, Magma und Electek. Das sind doch Pokémon, gegen die ich antreten kann. Aber er ist leider im Nachteil. Na, das passt schon. Okay, Zulgarde, es wird Zeit, dass du mal deine Bodenattacke Bodengewalt rausholst. Das trifft nämlich alle Gegner. Moment. Warum ist es auf Electek nur normal effektiv? Achso, weil ich gegen das Pokémon noch gar nicht gekämpft habe. Deswegen wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott! Alter! Was? Es lebt noch? Okay, wenigstens gibt Golpa den Rest. Alter, es hat um 1 KP überlebt. Haha, aber trotzdem gut gemacht zu gerade. Da hast du das Level Up wirklich verdient. Mist! Soll jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schusses nachgehen? Seneca wirft einen dunklen Schatten auf meine Laune. Der redlichen Arbeit des Pokémon... Dem war das also völlig egal! Was für Arschlöcher, ey! Was ist das? Was ist das nur? Ich meine, mir war das schon irgendwie klar, dass die in eigentlich die wahre Bösewichtsrolle... Vielleicht eher die wahre Bösewichtsrolle gespielt hätten, aber... Ja... Wer weiß. Es gab da... Es sprach... Ansonsten sprachen so einige andere Dinge eher dagegen. Also es scheint so, als ist ein Teil davon gutartig und ein Teil davon eher bösartig. Aber eins steht jedenfalls fest, Team Skull scheint nicht die wahren Bösewichte zu sein. Unmöglich, wie kann es sein, dass Kinder in die Ecke getrieben werden? Mit feinen Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile, daran könnte ich mich gewöhnen. Cristalli, ihr beide kümmert euch um Fabian. Den haben wir doch schon mal besiegt. Nein, nein, nein! Ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte unannehmbare Bastion im Aetherparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt einfach alle mal in einem Multikampf. Bist du bereit? Wenn wir Lele und Cosmo retten wollen, müssen wir zusammen Pokémon alles geben. Na warte. Also müssen wir nochmal gegen Fabian antreten. Wow, der hat 3 Pokémon. Lamus und Ledian. Und sogar, da kann ich da selber auch nicht viel ausrichten. Da
Da ist Raichu eher besser im Vorteil gegen die beiden. Ansonsten kann ich leider nicht viel machen. Ich habe leider nur normal effektive Attacken. Was soll's, dann muss ich wohl selber wechseln. Ein Elektro-Pokémon muss es sein. Und zwar Magneton. Okay, Raichu legt schon mal vor und macht das Lamus fast down. Physische Angriffe werden jetzt abgeblockt, aber hey, meine Pokémon sind auf Spezialangriff getrimmt, also das wird denen nicht viel helfen. So. Okay, Ladungsstoß. Das trifft zwar auch Raichu, aber ist wenigstens nicht sehr effektiv. Okay. Okay, Lamus ist schon mal down. Komm schon, hol dein nächstes Pokémon hervor, damit ich dann... damit die Attacke auch... Oh mein Gott, nein, dann besiege ich jetzt auch noch Raichu. Nein, es überlebt zum Glück. What the? Knirrfisch? Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ja, okay, ich muss leider Raichu angreifen, oder? Nee, wisst ihr was, wir greifen im Team an. Mit Triplette. Und Raichu, du mit deiner Elektroattacke. Ach, leider kommt er mit Wasserdüse. Oh, das ist wohl die Vollentwicklungsstufe von dem Feuerstarter. Sieht cool aus. So. Ich sah also keinen Sinn darin, nochmal Ladungsstoß einzusetzen. Jetzt kommt Hypno. Lichtkanone. Ist auch normal effektiv. Und ist sogar Step. Deshalb ist auch mehr Schaden machen sollte. Ach du Scheiße. Wow, was zum Teufel? Oh, geiler Scheiß, Mann. Da bereue ich es fast schon, nicht den Feuerstarter genommen zu haben. Um es mit Worten als zu sagen. Ah! Nachmacher. Hau bloß ab. Und jetzt zu dir. Gib uns den Schlüssel. Ich möchte Lili retten. Du lässt uns jetzt durch, oder? Oh mein Gott. Die beiden Gemüter, ey. Also Tali immer noch feuchtfröhlich und Gladio mit einem Blick, der töten kann. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter! Oh, wie ich keine verabscheue! Tali, oh mein Gott! Aber gut, das hätten wir geschafft. Hey, die kann uns doch heilen, oder? Nein, sie heilt uns nicht. Moment. Lass mich mal kurz gucken. Ach, sind die eh geheilt? Die sind wieder geheilt, lol. Na, meinetwegen. Meinetwegen, dann passt das mir. Das passt dann mir nur in den Kram, ne? Das passt mir nur in den Kram. Aber okay. So. Okay, hier hinter muss ich noch die Präsidentin befinden. Oh mein Gott. Da stürmt er los. Bromley? Mann, wie viele von denen sind das denn? Aber der Team Skalt war für die Aether Foundation? Ja, sieht so aus. Oh, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, Schock muss warten. Los, dem zeigen wir es. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Part.
Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte ich dich zu bestätigen, mit einem Daumen nach oben. Ja, trotz meiner Sprachfehler. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid am Winter mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Sonne und Mond. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.